Wenn ihr euren Code mit Guard Clauses verbessern wollt, dann bleibt dran. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um sogenannte Guard Clauses. Das Ganze ist nicht wirklich schwer zu verstehen. Ihr seht ja im Titelbild, dass es nicht wirklich hoch bewertet ist und ihr seht auch in der Videolänge, dass es nicht so komplex sein kann, weil sonst würde das Video einfach länger sein. Das heißt, es sollte für jeden verständlich sein. Falls trotzdem Fragen oder Probleme aufkommen, unten in der Videobeschreibung ganz oben findet ihr einen Link zu Discord. Da könnt ihr der Community join, Hallo sagen, Fragen zu diesem Video stellen oder zu anderen Themen oder anderen Usern, Community-Membern Fragen beantworten. Ansonsten, ja, verlieren wir nicht weiter Zeit und legen los. Viel Spaß! Auf geht's! So, los geht's mit unserem heutigen Video. Und zwar gibt es heute keine Live-Demo, da wir uns hier nur ein Konzept angucken. Und zwar gucken wir uns das Konzept der, wie gesagt, Guard Clauses an oder wie auch immer man das ausspricht. Sorry dafür, dass ich das hundertprozentig falsch gemacht habe. Prinzipiell müssen wir sagen, um das Ganze zu verstehen, brauchen wir erstmal eine Situation, auf die wir das anwenden können, um nachzuvollziehen, warum es so wichtig ist. Und zwar haben wir hier ein Array. Ein Array von 4 Werten, 3 Strings und einen Null. Und einmal Tim, Max und Lena sind halt Strings und wir haben hier einen Null-Wert. Und das andere, was wir jetzt machen, wir gehen einfach mal durch jeden Array durch. Wir haben hier eine For-Each-Schleife, die geht mit Console-Log durch jeden Array durch und wir sehen jetzt hier unser, was wir zurückgeben, ist Tim, Null, Undefined, Lena. Funktioniert alles wunderbar. Wenn wir das Ganze jetzt allerdings ein Stück weit erweitern, und zwar sagen wir Function Cut Text und hier übergeben wir einen Parameter namens Text und returnen etwas, und zwar Text Substring 0.2. Das heißt, wir schneiden einfach die ersten beiden Buchstaben unserer Substrings ab, kopieren uns jetzt hier unsere Funktion, übergeben hier unser Element und kriegen jetzt eine Fehlermeldung. Was heißt, durch Tim wissen wir, okay, das sollte funktionieren, das ist ein String, da schneiden wir die ersten beiden weg, das funktioniert. Allerdings haben wir jetzt hier Null. Und hier kommt nämlich unser Fehler, was heißt, wir cannot read property substring of undefined. Das heißt, das funktioniert nicht so richtig gut, hier ist ein Fehler. Und wir führen diese Funktion also hier für diese beiden Werte gar nicht aus. Das heißt, wenn ihr eine sehr komplexe Datenverwaltung schreibt oder irgendetwas, wo ihr durch große JSON-Dokumente oder Arrays durchgeht und in einem dieser Elemente ist ein Fehler, dann wird das für alle folgenden Elemente gar nicht mehr ausgeführt, obwohl die vielleicht korrekt sind und angezeigt werden können. Und zwar sagen wir jetzt hier in unserer Funktion eine Condition und sagen, wenn Text undefined ist, dann return uns das bitte komplett. Und in dem Moment seht ihr hier, okay, wir kriegen jetzt hier die ersten beiden Buchstaben von Tim, wir kriegen undefined, die zweiten Buchstaben von Max und von Lena. Wir können jetzt hier hingehen und beispielsweise einfach sagen, okay, wenn Text nicht definiert ist, dann gebe einfach Text zurück. Was heißt, es funktioniert auch so wunderbar. Das heißt, wir kriegen jetzt einfach den Wert des Arrays oder was auch immer da drin steht zurück und das Ganze funktioniert, wie ihr seht, ziemlich gut. Das heißt, wir gehen jetzt durch alle unsere Daten. Allerdings muss man jetzt sagen, wir haben hier eine Funktion, die heißt CutText. Aus dem Namen wird eigentlich nur deutlich, dass diese Funktion dafür da ist, Text zu schneiden, aber nicht um irgendwas Komplexes an Validation oder Conditions zu handeln. Und wenn man jetzt hier nicht nur eine einfache Ist-Gesetzt-Condition hat, sondern komplexere Abfragen wie ist der Benutzername größer, kleiner als, hat der Buchstaben drin, ist der länger als und so weiter. Das heißt, wenn ihr richtig komplexe Abfragen habt oder ein komplexes ist dieses Objekt valide mit einem Template, einem Enum, was wir definiert haben oder irgendetwas, dann kann das sehr schnell komplex werden. Und hier sollte man immer darauf achten, vor allem bei Guard Clauses, dass die Lesbarkeit immer gewährleistet ist. Und dazu sollte man nach Möglichkeit versuchen, dass das in einer Zeile abgewickelt werden kann. Und das erreichen wir in unserem Fall nur in dem Moment, wenn wir uns eine neue Funktion schreiben. Und zwar schreiben wir uns jetzt hier unten einfach eine weitere Funktion, und zwar isNotText or undefined. Was heißt, diese Funktion rufen wir jetzt einfach hier oben auf und damit können wir jetzt komplexere Logik handeln. Wir geben jetzt hier einen Return und sagen jetzt, okay, wenn Text null ist, dann wollen wir etwas machen. Was heißt, Text gleich null, dann soll einfach false zurückkommen, beziehungsweise in diesem Fall ist der Name sagt, is not text oder undefined, ist in diesem Fall true. Was heißt, das Ganze hier wird zu true und returnt uns den Text und alles wird ausgeführt. Und wir können hier halt jetzt komplexere Logik unterbringen, wie beispielsweise, hey, ist das nicht nur einfach null, sondern oder das Ganze ist beispielsweise nicht vom Typ String. Was heißt, in dem Moment wird das auch scheitern. Das heißt, wenn ich jetzt hier beispielsweise eine 4 reinschreibe, dann wird uns einfach nur 4 zurückgegeben, aber unsere Funktion wird nicht weiter ausgeführt. Was heißt, so hat man jetzt sehr, oder finde ich zumindest, lesbaren Code, den man einfach nachvollziehen kann. Ich kann hier die Zeile mir angucken und sehe, okay, hier wird einfach nur validiert, ob die Eingabe korrekt ist und ansonsten returnt mir das einfach den Parameter. Ihr könnt natürlich hier, zum Beispiel wenn ich hier 20 Werte habe, man muss da mal überprüfen, ob die Funktion wirklich 20 Parameter haben sollte, kann man auch hingehen und die alle hier übergeben oder die ganze Logik in einer separaten Funktion handeln, vor allem weil man in der Regel immer wieder wiederholbare Logik hat. Also ist
ein Stringset? Ist es eine Nummer? Ist es ein bestimmtes Objekt? Sind diese fünf Parameter gesetzt? Was heißt, sowas kann man ziemlich einfach definieren und sollte man hier auch in der Regel tun. Was heißt, lagert das alles aus und fangt Fehler ab, bevor sie entstehen. In diesem Moment wird euer Code ausgeführt, auch wenn irgendwo ein Fehler auftaucht. Und das ist wirklich, wirklich wichtig. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video zu lassen. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen wollt, Hallo sagen wollt, findet ihr unten in der Videobeschreibung jede Menge Affiliate-Links oder einfach Twitter, Instagram, Facebook und so weiter, wo ihr mir mal Hallo sagen könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.